heißt die Session Wir versus Virus Berlin Edition. Es gab Anfang März einen unfassbar, ich glaube weltweit nirgends so gesehenen Hackathon zum Corona-Lockdown, wie es digitale Lösungen gegen das Coronavirus geben könnte. Und dort wurden tatsächlich phänomenale 1500 Lösungen gegen das Covid-Virus ausgeholt. Und die besten Lösungen davon, also diese 1500 besten Lösungen, wollen ja jetzt umgesetzt werden. Und weil die nicht einfach ebenso mal gebaut werden und dann sind sie sofort in der Ausrollung, gibt es den sogenannten Solution Enabler. Und dieser Solution Enabler hilft, dass diese Lösung des Hackathons in den Kommunen, in den Ländern, dort, wo sie gebraucht werden und dort, wo sie mit den Menschen gemacht werden, die wissen, was vor Ort Sinn macht, den gibt es gerade deutschlandweit. Und die Berlin-Edition davon, im Land Berlin, was die Kommunen und Städte mit diesen Lösungen machen können, das gibt es in dieser Session. Das heißt, okay, dann würde ich einfach mal mit Blick auf die Zeit sagen, wir starten mal so ganz langsam los. Und es kommen bestimmt noch ein paar Leute dazu. Erstmal herzlich willkommen. Mein Name ist Jonas Shaw. Ich freue mich, euch heute hier zu begrüßen zu unserer Session Wir versus Virus Berlin Edition. Und vielleicht ganz kurz nochmal als Kontext für das Ganze hier, warum wir das auch haben. Einige von euch haben das vielleicht schon mitbekommen. Der Wir versus Virus Hackathon, der im März stattfand, da ging ist sozusagen direkt los, gerade mit dem Lockdown, und alle waren depressiv und haben sich gefragt, Mensch, kann ich denn gar nichts machen, um irgendwie die ganzen Probleme zu lösen? Und genau, so war die Idee geboren, inspiriert erst aus Estland, dem Hack, von denen es da gab, von der Regierung, von vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und so haben sich auch gerade Leute zusammengefunden in Deutschland, dasselbe zu organisieren. Und zwar seht ihr die alle hier auf der Slide. Ihr könnt übrigens, wenn die Slide größer sehen wollt, doppelt draufklicken. Und das Ganze endete damit, dass wir einen Hackathon organisiert haben, der dann innerhalb von 5 Tagen organisiert wurde. Und ursprünglich, wir uns so gedacht haben, okay, hoffentlich kommen nicht mehr als 1000 Leute. Wie sollen wir denn das managen? Und mit einmal hatten wir aber 43 Registrierungen und 28.000 Live-Teilnehmer über das gesamte Wochenende. Und es sind ganz viele tolle Ideen dabei entstanden, 1500 an der Zahl. Ein paar Zahlen seht ihr hier auch nochmal auf der Slide. Und hier ist nochmal Helge Braun. Das Ganze fand nämlich unter Schirmherrschaft des Bundeskanzleramts und der Bundesregierung tatsächlich statt. Und die fanden das super und haben gesagt, Mensch, was machen wir jetzt auch mit den ganzen Lösungen? Die können ja nicht alle einfach so aufhören. Und da so hat sich dieses Konsortium an Organisationen aufgemacht und ein bisschen Fundraising betrieben. Und wir haben ein Unterstützungsprogramm mit aufgebaut. Hier seht ihr nochmal so ein bisschen, was dieses Unterstützungsprogramm tatsächlich beinhaltet. Und zwar sind das 4 Elemente. Und der Solution Enabler, insgesamt wurden nochmal 130 Projekte weiter gefördert. Und dann gab es einen Matching-Fonds, das heißt auch für Crowdfunding-Kampagnen wurde nochmal separat Geld eingesammelt, das dann zu matchen. Es gibt weiterhin diesen riesigen Slack-Space mit 40.000 Leuten, der weiter betreut wird. Und es gab die Idee eines Accelerators, also tatsächlich einige der spannendsten, besten, vielversprechendsten Projekte, die nochmal unter die Arme zu greifen, nochmal ordentlich Schub zu geben, oder wie es hier so schön in unserer Mission beschrieben ist, die auf die Überholspur zu setzen durch zusätzlichen Support, damit die Lösung auch einfach so schnell wie möglich implementiert werden kann. Genau, und deshalb freuen wir uns auch heute hier die Session mit euch zu haben, denn wir haben tatsächlich 4 Teams dabei, die stelle ich auch gleich nochmal vor, die euch heute kurz erzählen werden, was sie so machen, wie Berlin auch davon profitieren kann und wie ihr sie auch mit unterstützen könnt. Genau, aber kurz nochmal zum Hintergrund. Wir bei Urban Impact haben uns dann mit dem Impact Hub zusammengeschlossen, koordinieren diesen ganzen Solution Builder. Und was ganz spannend ist, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen wirklich hier auch eine neue Art der Kollaboration schaffen zwischen verschiedensten Partnern und haben ganz viele sogenannte Venture-Partner mit eingeladen,
Also alle unsere Teams, die jetzt in dem Programm drin sind, im Solution Builder, halten auf der einen Seite eine 1-zu-1-Betreuung durch einen erfahrenen Unternehmer, Unternehmerin als Coach und aber auch Support von verschiedensten Venture-Partnern. Nur um euch mal ganz kurz nochmal einen Überblick zu geben, wen wir da alles an Bord haben. Das ist zum Beispiel Google, das ist German Tech, Vodafone Institute, Rezono, ein Company Builder für den Mittelstand. Aber auch ganz viele andere Partner wie Boston Consulting Group, Digital Ventures, Accenture, verschiedene Software-Houses mit Programmierern, die gesagt haben, wir wollen alle gern pro bono diese Teams auch nochmal zusätzlich unterstützen. Und genau, darüber freuen wir uns besonders. So, jetzt aber zum eigentlichen Kern unserer Session heute. Und wir müssen uns natürlich sputen, weil wir haben gar nicht so viel Zeit. Genau, und das sind unsere Teams im Solution Builder. Das heißt, das sind unsere neuen Top-Teams, mit denen wir jetzt gerade arbeiten. Und heute habt ihr die folgenden vier. Ihr habt Quarano, ihr habt Udo, Jovomo und Getit und ihr werdet gleich in kurzen Pitches erfahren, was die einzelnen Teams machen. Und danach haben wir nochmal eine Q&A, wo ihr eure Fragen stellen könnt, wo wir euch auch gern nochmal freischalten mit Audio, Video. Das heißt, ihr könnt direkt mit den Teams sprechen und eure Fragen hier platzieren, Ideen, vielleicht Anregungen, wie ihr sie weiter unterstützen könnt. Und darüber freuen wir uns natürlich ganz besonders. Genau, ganz kurz nochmal eine Anmerkung. Wir zeichnen die ganze Session auch auf, damit die Teams im Nachgang das auch nochmal vielleicht mit ihren Netzwerken teilen können. Genau, aber nur, dass ihr das wisst. So, und dann würde ich dabei erstmal belassen und starte direkt mit Quarano und genau, Ferdinand trinkt noch schnell einen Schluck und dann übergebe ich mal an dich und du deine 3 Minuten laufen für die Kurzvorstellung. Danke, Jonas. So, bei Quarano, das Ganze hat damit begonnen, wir haben uns damit auseinandergesetzt, wie funktioniert die Pflichtnachverfolgung von Infektionskrankheiten, also sogenannte Contact Tracing in deutschen Gesundheitsbehörden. Zurzeit ist das so, ich werde 2 Mal am Tag angerufen von einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin von einem Gesundheitsamt oder von einem Bürgerbüro, wenn die überlastet sind. Und ich gebe denen meine Symptomdaten, gebe denen meine Fiebertemperatur und das müssen die dann für na so rund 40 andere oder 39 andere Patienten auch machen in ihrem Landkreis. Und mit Quarano haben wir da ein Selbsteingabetool geschaffen, das mir als Bürger eben erlaubt, die Daten einzugeben und dadurch eben so knappe 82% Effizienzsteigerung in der Gesundheitsbehörde erreicht. Das zweite USP, sage ich mal, ist, dass wir auch, ich muss am Anfang natürlich angeben, mit wem hatte ich in den letzten 2 Wochen Kontakt, damit die Leute gegebenenfalls auch, also wenn ich jetzt ein positives Ergebnis, zum Beispiel bei Covid bekommen habe, muss ich ja dann nachverfolgen, mit wem die betroffene Person Kontakt hatte. Und bei uns geht dann vorab schon mal eine E-Mail raus, hey, wir sind hier das Gesundheitsamt, wir kontaktieren dich nochmal direkt, aber bleib doch schon mal bitte zu Hause. Also das macht ja epidemiologisch super viel Sinn. Ne? Nochmal kurz konkreter zu uns. Wir sind als e.V. gegründet, sind auch aus dem Wir versus Virus Hackathon ausgegangen, sind im Solution Builder drin, und haben eine BMBF-Förderung bekommen, die auch indirekt über den Solution Enabler gekommen ist und sind seit 2 Wochen im Gesundheitsamt Mannheim live. Dann vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, also erstmal noch mal Gratulation auch, was eure Live-Schaltung mit der dem Gesundheitsamt in Mannheim angeht. Das ist ja tatsächlich eines der größten Gesundheitsämter, habe ich mir sagen lassen, in Deutschland. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, wäre sowas auch relevant für Berlin? Definitiv. Also in Berlin ist ja meines Wissens nach SORMAS schon im Einsatz. SORMAS hat die Stärke darin, dass man überregional Daten aggregieren kann, um sie dann leichter an höher gestellte Behörden zu melden. Und mit Quarano ist die Bürgerinteraktion halt gegeben. Das heißt, man könnte darüber eine Pipeline schaffen, wo vom Bürger, von der Bürgerin direkt Daten kommen, übers Gesundheitsamt gleich an die höher gestellten Behörden, ohne viel bürokratischen Hässel. Gut, das schreiben wir dem City Lab gleich schon mal auf den als To-Do auf die Hausaufgabenliste. Okay, wunderbar.
Sehr schön. Danke dir, Ferdinand. Wir haben ja gleich noch unsere Q&A, falls da weitere Nachfragen kommen. Dann würde ich mal weitermachen zu Udo, weitergeben an dich, Mia. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören. Genau, was ist Udo? Udo ist eine Online-Plattform, die sich mit dem Thema Kurzarbeit beschäftigt. Das heißt, zunächst einmal, wenn man auf kurzarbeit-einfach.de kommt, wird man über Kurzarbeit informiert. Und dann ist das Herzstück dieser Plattform unser Chatbot, der Udo, der nämlich den Arbeitgebern hilft, die Formulare der Bundesagentur für Arbeit auszufüllen. Wir haben auch mittlerweile mit der Bundesagentur für Arbeit eine Kooperation. Das heißt, die haben das auch nochmal alles geprüft. Und dann sieht das aus wie so ein Chatverlauf. Und dann stellt Udo einem eben Fragen, zum Beispiel, wie viele Mitarbeiter man hat, und spuckt dir dann am Ende das ausgefüllte, fertige Formular aus. Aktuell macht Udo das noch für die Anzeige von Kurzarbeit, aber Ende Juni wird Udo das dann auch für die monatlich benötigten Dokumente machen, die die Arbeitgeber ja immer noch eben einreichen müssen. Aber an wen richten wir uns überhaupt mit Udo? Also prinzipiell, so wie er programmiert ist, kann ihn jeder nutzen. Das ist für alle Unternehmen offen. Aber als wir uns die Geschichte mit Udo überlegt haben, hatten wir so die kleinen und mittelständischen Unternehmen eben im Hinterkopf, die vielleicht keine Personalabteilung haben, wo vielleicht der Handwerker oder der Gastronom selber das alles noch regelt und dem gegebenenfalls da einerseits die Ressourcen oder eben auch vor allen Dingen das Know-how fehlt. Und diese Formulare von der Bundesagentur für Arbeit, die sind nicht zu unterschätzen. Die sind zwar vielleicht nur 1-2 Seiten lang, denen liegt aber meistens ein 25-seitiges Handbuch bei, mit dem man dann eben lernen kann, wie man das ausfüllt. Genau, und das bringt mich auch schon zu dem Punkt, warum Udo denn für Berlin auch ganz praktisch sein könnte. Denn jeder Zehnte in Berlin ist von Kurzarbeit betroffen. Und das ist aber gerade in so einer Stadt, die so ein Schmelztiegel von Kulturen ist und die so facettenreich ist, vor allen Dingen auch etwas, was die kleinen und mittelständischen Unternehmen betrifft. Und diese Vielfalt ist durch die Corona-Krise total bedroht. Und diese Unternehmen sollten daher auf jeden Fall geschützt werden. Und das heißt, da hoffen wir von Udo natürlich, dass wir da mit anpacken und helfen können. Was mich auch schon zu dem Punkt bringt, wo ihr gegebenenfalls uns helfen könntet. Denn Udo kann nur den Unternehmern helfen und den Arbeitgebern, wenn die davon wissen. Das heißt, solltet ihr irgendwie einen Gastronomen kennen oder irgendjemanden, der von Kurzarbeit betroffen ist, Handwerker oder eben auch größere Unternehmen, dann gerne einfach von Udo erzählen. Wir hoffen, dass wir mit unserer Lösung da helfen können. Wunderschön, danke dir, Mia. Genau, also definitiv eine Lösung, die man im Freundeskreis oder nochmal auf den sozialen Medien mitteilen kann für Leute, die es tatsächlich benötigen. Was wirklich fantastisch ist, ist, dass ihr ja auch hier einen starken Partner, Umsetzungspartner mit der BA gewonnen habt, jemand, der das auch mit euch co-developed hat, co-created hat, die ganze Lösung. Ähnlich wie es jetzt auch Quarano mit dem Gesundheitsamt in Mannheim macht. Das ist natürlich immer die Idealvoraussetzung, um dann möglichst zielgruppengerecht das Ganze zu entwickeln. Aber genau, wunderbar. Vielen Dank erstmal. Gerne. Dann machen wir gleich weiter mit Jovomo. Super. Und Marie. Dankeschön. Genau, ich bin Marie Boos von Jovomo und Jovomo ist eine Plattform für Personalpartnerschaften. Wir haben uns in der Krise gefragt, wie können wir eigentlich Arbeitsplätze sichern und Kurzarbeit reduzieren, und zwar durch branchenübergreifende Kooperationen zwischen Unternehmen. Ein sehr prominentes Beispiel, was ihr sicherlich aus den Medien kennt, McDonald's-Mitarbeiter helfen bei Aldi aus. Das ist eigentlich das, was wir gerne erreichen möchten, dass wir Unternehmen da zusammenbringen. Genau. Und wenn wir uns die Kurzarbeitszahlen anschauen für den Mai, dann können wir sehen, allein im Gastgewerbe sind das 72% der Beschäftigten, die in Kurzarbeit sind. Das ist immens, das belastet die Unternehmen und es belastet insbesondere auch die Arbeitnehmer. Denn die brauchen eine finanzielle Perspektive und wollen sich was dazu verdienen. Und auch psychisch, die möchten natürlich was machen und gerne aktiv sein, was sie immer wieder sagen, wenn wir mit denen im Austausch sind. Und auf der anderen Seite, wenn man so durch Berlin läuft, sieht man, der Kiez erwacht langsam wieder zum Leben und die Läden öffnen und man entdeckt auch immer wieder Ausschreibungen und Aushänge für Aushilfsjobs. Die Frage ist also, wie bringen wir die jetzt zusammen? Dafür haben wir eine B2B-Plattform,
digital erstellt. Da können Unternehmen ihren Bedarf und ihr Angebot eintragen und unser Algorithmus matcht die dann anhand der relevanten Kriterien. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Personalpartnerschaften sind gegeben. Das heißt, es kann jetzt eigentlich losgehen. Und was bringt das Ganze in Berlin? Wir wollen natürlich hier vor Ort die Unternehmen und Mitarbeiterinnen unterstützen und den lokalen Wirtschaftsraum stärken. Und Solidarität hat ja in der Krise gut funktioniert, deshalb sollte es auch so weitergehen. Ganz konkret arbeiten wir gerade mit einem großen Eventhotel zusammen, dem Moa, kennen viele sicherlich. Und durch die Corona-bedingten Sicherheitsvorkehrungen können die natürlich nicht Konferenzen machen wie sonst. Die haben eine sehr tolle Mannschaft an Bord, die total motiviert sind und kompetent und die sich einbringen möchten. Und deren Unternehmenskultur und die Direktion setzen sich total dafür ein. Die möchten gerne ihren Mitarbeitern die Option bieten, sich woanders zu engagieren. Die haben ganz diverse Profile, von der Köchin über Reinigungskraft zum Tontechniker. Und da sind wir jetzt auf der Suche und es gibt auch schon erste Positivbeispiele. Das heißt, wenn ihr Unternehmen kennt, die gerade Aushilfen brauchen, die in irgendeinem Gebiet suchen oder wenn ihr jemanden kennt, der Unternehmen kennen könnte oder Aushänge seht, sprecht die an, schickt die alle auf jovomo.de oder gebt direkt meinen Kontakt marie@jovomo.de weiter, damit wir die zusammenbringen können. Auch wenn ihr euch über Personalpartnerschaften austauschen wollt, sprecht uns an. Wir sind überzeugt davon, dass die auch über die Krise hinaus für die Transformation der Arbeitswelt sehr relevant sind. Vielen Dank und ich freue mich auf eure Fragen. Sehr schön. Vielen lieben Dank, Marie. Auch nochmal toll zu sehen eigentlich, wie ihr so ein bisschen in der Stufe sozusagen vor Udo seid. Also ihr helft, dass sozusagen weniger Kurzarbeit-Anträge bei der BA ankommen, dadurch, dass ihr sozusagen die Flexibilisierung davor noch schafft, also dass man Alternativen hat und dann, wenn es dann aber soweit ist, dann übernimmt Udo. Also ich sehe schon, hier ist die ganze Kette an Innovation abgebildet. Wunderbar. Sehr schön. Dann, last but not least, Samira, erzähl uns mal, was Getit macht und wie innovativ ihr hier denkt. Ja, hi, ich bin Samira von Getit und wir digitalisieren den lokalen Einzelhandel. Die Corona-Krise hat nämlich gezeigt, dass der lokale Einzelhandel in der Digitalisierung sehr viel weiter zurückhängt, als wir eigentlich alle gedacht haben und dass viele von einem Tag auf den anderen in ihrer Existenz bedroht waren. Deswegen haben wir es uns sozusagen zur Aufgabe gemacht, mit einfachen Mitteln den lokalen Einzelhandel zu stärken und online zu bringen. Denn natürlich, wenn man einen kleinen Einzelhandel hat, hat man den lieben langen Tag andere Dinge zu tun, als sich mit digitalen Themen zu beschäftigen. Und man hat nicht die Zeit, man hat nicht das Geld oder man hat auch nicht unbedingt die Medienkompetenz, um seinen Laden online zu stellen. Und das wollen wir mit unserer Plattform ändern. Das heißt, wir haben eine demokratische Plattform entwickelt, mit der man auch mit sehr wenig Medienkompetenz schnell und einfach seinen Laden online stellen kann und auch Produkte online stellen kann. Denn vorangegangen, also jeder kennt bestimmt in seiner Nachbarschaft irgendein Projekt, das ähnlich ist. Aber viele Projekte sind in der Vergangenheit einfach daran gescheitert, dass es einfach auch nicht auf den Einzelhändler abgestimmt war. Denn es wird viel von Internetmenschen entwickelt, die sich nicht in einen Einzelhändler hineinversetzen können. Und deswegen haben wir daran gearbeitet, wie können wir eine Plattform machen, die wirklich mit sehr wenig Buttons auskommt, die mit wirklich sehr wenig Input arbeiten kann. Und so kann jeder seine Sachen dort registrieren. Langfristiges Ziel ist es nämlich auch, nicht den lokalen Einzelhandel zu ersetzen. Das wollen wir auf gar keinen Fall, sondern wir wollen deren Angebot erweitern. Und wir wollen sie in Sachen Digitalisierung ein bisschen fitter machen. Dafür haben wir die Getit Academy. In dieser Getit Academy kann jeder in seiner eigenen Zeit auch noch zusätzliche Skills lernen. Also man kann lernen, wie repräsentiere ich mein Unternehmen auf Instagram? Wie schreibe ich eine E-Mail? Oder vielleicht auch, wie kann ich eine Online-Verkaufssession mit einem Kunden machen? Das heißt, wir transferieren sozusagen alles, was es offline gibt, auch in dieses Online und jeder kann es zu seiner eigenen Zeit und mit seiner eigenen Medienkompetenz lernen. Langfristig ist es sogar geplant, dass es einen Lieferservice gibt, einen lokalen Lieferservice. Das bedeutet, dass Freiwillige anhand einer Routenoption kann man das sozusagen abrufen.
Und man kann sich das liefern lassen. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel aus Köpenick Freundschaftsarmbändchen liefern lassen oder gleichzeitig auch Sachen aus Schöneberg, zum Beispiel ein Teelicht aus Schöneberg. Ein Lieferant holt das ab und bringt das zu mir. Das bedeutet, ich muss, um meine Nachbarschaft zu entdecken, muss ich nicht mal das Haus verlassen. Das ist für Berlin in dem Sinne gut, weil Stadtteile miteinander vernetzt werden, die überhaupt vielleicht vorher aufgrund der geografischen Lage, bei denen es überhaupt nicht möglich war, mal eben schnell im Stadtviertel shoppen zu gehen. Das wäre mit unserer App möglich. Und es würde halt eine Plattform geben, mit der man schnell und einfach seine Sachen vermarkten kann. Das heißt, es würde langfristig den lokalen Einzelhandel stärken, der sowieso schon länger schwächelt gegen Internetunternehmen. Und man könnte halt, man hat weniger Barrieren, wenn man ein neues Unternehmen gründen möchte, weil sozusagen die Vermarktung schon steht. Genau. Und zuletzt ist noch sozusagen, diese Plattform steht und fällt mit den Einzelhändlern, die darauf sind. Das heißt, wenn ihr jemanden kennt oder wenn ihr selber einen Einzelhandel habt, dann registriert euch doch schon mal auf getit.market. Denn je mehr wir dem Nutzer sozusagen bieten können an schönen, tollen Einzelhändlern, wo die Leute auch shoppen können oder die Produkte können lernen können, dann haben wir sozusagen auch ein Verkaufsargument, dass die Leute dort einkaufen und sich umsehen. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, Samira, auch auf den Punkt. Genau, und was ich auch besonders spannend bei euch finde, ihr adressiert halt eine ganz andere Zielgruppe als jetzt die typischen Online-Shops wie Shopify oder so, nämlich einfach tatsächlich die Einzelhändler, wo das Produkt auch einfach barriereärmer sein muss und wo ihr es möglichst einfach macht, sozusagen mit ein, zwei Klicks dort, den Sprung sozusagen in die Digitalisierung hinzuschaffen und damit natürlich auch die Resilienz der lokalen Wirtschaft zu stärken. Wunderbar. Dann vielen lieben Dank erstmal für eure Pitches. Wir haben jetzt tatsächlich noch 6 ganze Minuten, um Feedback zu bekommen von unseren Zuschauern. Ideen, Anregungen, Tipps, vielleicht erste Hilfe, Stellung oder Angebote zur Unterstützung. Genau. Wie wollen wir das am besten machen? Ich sehe gerade, Vincent, du hattest dich schon mal gemeldet, Sascha, und dann haben wir auch von Caro eine erste Frage. Ich würde erst mal sagen, ich halte mal dich frei, Vincent, und dann kannst du ja deine Frage selbst stellen. So, du bist jetzt freigeschaltet. Und Sascha, dich habe ich jetzt auch freigeschaltet. Ihr müsstet euch da nur sozusagen anstellen, damit wir euch sehen und hören können. Genau, und wenn ihr da noch eine Sekunde braucht, dann würde ich erstmal weitermachen mit der ersten Frage von Caro, nämlich könnte Getit auch für den Non-Profit-Sektor einsetzbar sein, also zum Beispiel für Vereine? Das ist eine Frage an dich, Samira. Absolut, aber wir versuchen erstmal Schritt für Schritt mit der Digitalisierung zu helfen. Das heißt, für Non-Profits wäre das natürlich auch möglich, dass diese Academy sozusagen, die wir ja da gemacht haben, dass die auch für verschiedene Branchen immer weiter ausgeweitet wird. Wir fangen jetzt mit dem lokalen Einzelhandel an und dann schauen wir mal, was geht. Also prinzipiell wäre das schon möglich, ja. Das ist eigentlich auch eine sehr gute Idee. Sehr schön. Ich glaube, Caro, wenn du da, wir können dich auch gern nochmal im Nachgang mit Samira vernetzen. Genau, dann, wir haben jetzt Sascha hier. Sascha, ja, hallo. Stell uns mal deine Fragen. Vielen Dank für die Vorstellung und auch für das Engagement aller Teilnehmer bei dem Hackathon. Ich habe eine Frage, da habe ich am Anfang das nicht so ganz verstanden. Das geht jetzt nicht um eins von den 4 vorgestellten Projekten, sondern um die Frage, was sozusagen in Berlin passiert hat. Ich verstand das sozusagen Urban Impact als Solution Builder für Berlin sozusagen eine Rolle wahrnimmt und kann man darüber irgendwo sehen, was sozusagen im Land Berlin oder in der Stadt umgesetzt werden soll? Das wäre sozusagen mal meine Frage. Genau, kann ich vielleicht kurz so antworten. Also wir sind tatsächlich hier mit 2 Hüten, weil wir sind als Urban Impact auch einer der ersten Partner beim City Lab und sind auch Partner bei der lokalen Variante von Wir versus Virus sozusagen, nämlich Hack the Crisis, was ja das City Lab jetzt auch im Nachgang auf lokaler Berliner Ebene ausgerichtet hat. Genau, und was wir jetzt eigentlich mit der Session machen wollten, ist tatsächlich mal zu gucken, okay, hey, was kam denn aus Wir versus Virus raus? Das ist denn jetzt lokal für Berlin von den Innovationen besonders relevant. Und insofern
Was ich dir vielleicht antworten kann im Hinblick, was kann man vielleicht lernen, also was können wir auch von dir versus Virus jetzt lernen, ist wirklich dieser Innovationsprozess. Also oft hat man es ja so, dass Städte sagen, okay, wir machen Hackathon und dann bleibt es bei tollen neuen Ideen, aber es kommt dann nichts dahinter sozusagen für die Implementierung. Was jetzt sehr spannend ist mit Wir versus Virus, dass wir wirklich dieses Unterstützungsprogramm aufbauen konnten, wo wir Unterstützung bekommen haben von, also auch vom BMBF, die Stipendien in Höhe von 1,6 Millionen vergeben haben an einzelne Teams, wo wir aber auch mit dem Accelerator jetzt eine Plattform haben, wo wir sagen, okay, wir können halt weitere Pro-Bono-Unterstützung aus der Privatwirtschaft mit reinholen. Und was vielleicht auch noch super spannend ist für den Prozess, die ganzen Teams hier, ihr könnt ja gleich mal, vielleicht machen wir das mal kurz eine Runde, ihr könnt ja mal ganz kurz beschreiben, wie groß oder klein eure Teams sind und wie die Zusammenarbeit auch läuft, weil das ganz Spannende ist, dass halt wirklich alles so bottom-up entstanden ist und sich ganz viele Teams auch erweitern, flexibel, verkleinern, pivoten. Also es ist ein sehr, sehr agiler Prozess. Genau, ich weiß nicht, wollt ihr dazu mal ganz kurz, Ferdinand, dass du mal kurz erzählst und dann machen wir Reihe um, wie eure Teams an sich aussehen? Wir sind zurzeit etwa 30 Leute insgesamt, also in unserem Slack-Workspace, jetzt aktiv jede Woche dran arbeiten. Das sind vermutlich so um die 12. Es war zwischendurch sind Leute dazugekommen, zwischendurch sind Leute gegangen. Also wir haben auch also gerade auf der Tech-Schiene ein öffentliches Ticketing-Tool bei Jira. Das heißt, jeder, der sich da irgendwie einbringen möchte, kann sich einfach ein Ticket schnappen und das umsetzen. Ja. Wir sind aktuell, glaube ich, 17 oder 16 im Team und wir kannten uns alle auch natürlich logischerweise vorher nicht, haben uns auch immer noch nicht live und in real gesehen, was das Zusammenarbeiten ganz witzig macht. Wir sind eigentlich ein relativ gutes Kernteam gewesen, bis wir jetzt zum Solution Builder kamen, wodurch wir dann noch vom Venture-Partner noch quasi Teammitglieder reinbekommen haben. Auch über unseren Solution, die dann auch noch Teammitglieder reinbekommen haben. Und was ich bei uns immer ganz total verstehe, dass man bei uns entweder ganz oder gar nicht drin ist. Also da wird dann einfach jeder in jeden Call eingeladen und jeder hat überall in jedem Bereich, egal ob Tech oder Kommunikation oder was weiß ich, darf da seine Meinung loswerden und mitreden. Genau. Nur mit Blick auf die Zeit, weil wir noch eine andere Frage haben, lasse ich jetzt erstmal Maria, Samira vielleicht euch jetzt nicht noch antworten, aber kurz nochmal, Sascha, auf deine Frage allgemein. Was für uns super spannend ist, jetzt auch nochmal als Perspektive mit der ganzen Erfahrung, die wir hier sammeln, mit Wir versus Virus, mit dem Solution Builder, ist, natürlich ist sowas übertragbar auf Berlin. Und natürlich wäre es geil, wenn Berlin selbst auch, ich sag mal, sich dazu entschließen würde, einen ähnlichen Prozess vielleicht aufzusetzen. Also selbst Helge Braun vom Bundeskanzleramt läuft durch die Lande und sagt auch, das ist eine Art Blaupause eigentlich, wie wir innovieren sollten. Selbiges hört man sozusagen vom Chief Innovation Officer der Bundesagentur für Arbeit und vielen anderen Akteuren, die das alle sehr inspirierend finden. Und das ist tatsächlich was super spannend wäre, im Nachgang auch nochmal zu gucken, wie man das tatsächlich auf so einer städtischen, lokalen, kommunalen Ebene nochmal transponieren kann. Sehr schön. Dann okay, würde ich nochmal, ja, danke für deine Frage auch und dass du dich hier gezeigt hast. Genau, dann würde ich nochmal ganz kurz Dimitris Frage aufnehmen. Was ist der Unterschied von Anbietern wie Atalanda, die bereits vor der Krise da waren, und Getit? Nochmal an dich kurz, Samira. Ja, also es ist ganz einfach. Wir haben uns jetzt nochmal angeschaut, wie muss eine Oberfläche aussehen, dass man sie einfach bedienen kann. Dann haben wir noch die Lieferung dazu. Und dann haben wir diese sozusagen speziell auf die Bedürfnisse der Einzelhändler abgestimmte Academy. Also das heißt, wir haben diese Basisgrundform, die Atalanda auch hat, aber wir haben halt noch weitere Zusatzfeatures, die sozusagen dafür sorgen, dass die Plattform eine sehr hohe Qualität hat und dass auch jeder mitmachen kann, unabhängig davon, wie viele Leute da, wie gut die Leute Medienkompetenz haben. War das ein deutscher Satz? Ich hoffe, man versteht mich. Sehr schön. Dann nochmal, ich habe gerade nochmal geschrieben, habt ihr sonst noch abschließend Fragen an das Team, Ideen, mit denen ihr sie vielleicht vernetzen könnt? Wenn nicht, können wir das natürlich auch im Nachgang alles nochmal weiterleiten. Dann bitte einfach direkt an mich, an Jonas at Urban Impact
Quarano.eu oder an die Teams. Genau, ich mache mal hier weiter. Hier seht ihr nochmal alle unsere Kontaktdaten. Schreibt uns super gern im Nachgang einfach direkt an mit euren Ideen, Vernetzung, ob das in der Gastronomie sind, Einzelhändler für Jovomo, für Get It, für Quarano mit dem Gesundheitsamt, da schauen wir nochmal nach, und auch für Udo, vielleicht Bekannte, die ihr habt, für die das relevant ist. Das würde uns super helfen, das würde dem Team super helfen, und ansonsten, genau, probieren wir jetzt halbwegs pünktlich zu enden, und ihr könnt auch mehr erfahren unter, jetzt gehe ich nochmal einmal hier zurück, www.wir-versus-virus.org. Da seht ihr nochmal alles, was insgesamt da so passiert ist. Also in diesem Sinne, vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart, und wir hoffen, das Gespräch und die Gespräche weiter fortzuführen. Also, schönen Tag euch noch. Danke euch, schönen Tag. Danke, tschüss. Danke euch.